Hallo, grüß euch. Endlich gibt es ein neues Video für die Maltinfo. Ich weiß eh, dass wir alle ungeduldigst warten, aber es müsst ihr verstehen, ich kann nicht jeden Tag zu jedem Züchter fahren und überall Foto und Video machen. Ich habe die Züchter verstreut in Unmengen von Kilometern und Windrichtungen. Das geht halt nicht immer. Und jeder Züchter ist halt selber nicht so, dass er mit WhatsApp oder Videos umgehen kann. Da muss ich herholen, aber ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Ich habe noch einen Kopf auf die Schultern und da muss ich schauen, dass ich jetzt recht kriege. In meiner Hand war die Cora und diese Maltipu, diese entzückenden Schnauzelein da, die sind jetzt in der sechsten Woche. Und mit sechs Wochen kann man natürlich die Prächtigkeit und den Liebreiz schon erkennen. Jetzt ist das Fell richtig kuschelig, jetzt sieht man schon ein bisschen mehr von der Farbe und vom Gesicht. Die Farbe täuscht zwar immer ein bisschen, weil wisst ihr, wir sind ja nicht vom großen Fernsehsendern, sondern dann da im Hausherrinnen Hobbyfilmer und die Kamera tut ein bisschen anders, wie wir glauben, und der Lichteinfall ist nicht immer gleich, deswegen täuscht es ein bisschen. Das sind wirklich wunderschön Champagner und Aprikot und natürlich super schnuckelig. Das nächste Schnuckelchen da ist ein kleiner Bruder aus diesem Wurf. Das ist der dunkelste. Der ist richtig schön Aprikot. Und wenn ihr jetzt schaut, wie wunderschön das Fell schon ist und wie putzig der mit Schwanz wählen kann, auf Befehl. Gell? Ja, ja, das ist ganz normal. Wenn die Hunde natürlich ein bisschen nervös sind, sind sie oft ein bisschen steif und trauen sich nicht so frech reinschauen. Aber nach ein paar Minuten, dann fangen sie sich. Ist natürlich für so Weltbar befremdlich. Ich bin fremd, das Kameraszenario ist ein bisschen komisch. Stellt euch eigene Kinder vor, die schauen dann auch so da, wenn sie vor mir gefilmt wurden. Ganz normal. Das nächste Zuckerstückchen hat vier weiße Pfoten, ein weißes Brustfleckerl, ein bisschen weiß im Gesicht und ein ganz schönes schwarzes Nasal. So schaut er von hinten aus, so schaut er von vorne aus. Ganz lieb. In dem Wurf sind drei Rüden und ein Mädel. Das ist eine schöne große Zahl. So kleine Hunde kriegen manchmal nur ein Baby, manchmal sind es fünf. Wie es halt so ist in der Natur, es wechselt sich immer ein bisschen ab, mal mehr, mal weniger. Aber es ist für die Hündin immer gleich anstrengend. Egal wie viele Welpen das hat, sie muss sich um alle kümmern und ist wie der Züchter wochenlang Tag und Nacht im Einsatz. So, oh Schokokraus. Gleich ist das Video wieder aus, weil das ist schon der letzte, der vierte in dem Wurf und der ist auch ganz bezaubernd, hat auch vier weiße Fussi, ein unheimlich liebes Gesicht mit einem Stupsnase, ein weißes Fleckerl auf der Brust und das wird natürlich umso länger das Haar, umso mehr fallen die Haare ineinander und dann sieht man das nicht mehr ganz so konkret. Bei kurzhaarigen Hund sieht man das besser, beziehungsweise wenn sie jünger sind und wenn sie wieder älter sind, kommt es wieder deutlicher zum Ausdruck hervor. Dann sagen wir Tschüss für heute. Dieses Video ist jetzt zu Ende. Baba!